Konrad hat vorhin gesagt, wir sollen keine Sorge uns machen. Früher, da haben die ganzen Clans hier, die Unicums und so, und die blauen Spieler, haufenweise Kompanien gefahren, um ihre Stats zu pushen. Nur damit er das mal versteht. Ich habe mit 25.000 Gefechten jetzt durch die Kompanie mich verbessert von 49,13 auf 49,15% Siegeschance. Also ist schon mal eine Entwicklung, wo ich sonst 2 Wochen für brauche. Ja. Und dann müsst ihr euch vorstellen, so wie wir jetzt unterwegs sind, stellt euch mal vor, noch einen Zacken besser und besser organisiert, noch erfahrener mit der Taktik, Umgang mit dem Panzer und dann vielleicht noch alle am Gold schießen, ja, und dann habt ihr ungefähr einen Unicom-Spieler schnell erreicht, ja, die eben nicht daneben schießen, die vielleicht auch richtig stehen immer. Was mir aufgefallen ist, und da müsst ihr alle noch ein bisschen Augenmerk drauf halten, wenn ihr im gegnerischen Beschuss seid, dann achtet drauf, dass ihr nicht quer zum Gegner steht oder die Schräge nicht hinhaut, dass es angewinkelt wäre, sondern ich weiß es nicht einfach, wenn ihr jetzt ein Kreuzfeuer habt, das ist aber eine ganz andere Sache. Mir ist es aufgefallen im Nahkampf, dass das einige noch machen, stellt das ab, das ist euer Tod. Weil ihr müsstet euch so vorstellen, stellt euch vor, auf der Straße will jemand euch treten und ihr haltet die Beine auseinander, damit euch die Eier trifft. So steht ihr sonst da. Ja. Ja, weil die brauchen dann bloß anvisieren und hauen euch ein Ding ins Moonlager und das war's. Ja. So, dann ist mir aufgefallen, Baby. Mehr Senken nutzen, mehr ein bisschen auf die Minimap achten, das ist ganz wichtig, immer mal regelmäßig gucken auf der Minimap, was, sag ich mal, los ist, was abgeht. Dazu kannst du dir gerne mal das Video von mir angucken, Jürgen, von unserer Fahrt. Ich hab's moderiert und aufgenommen und bei YouTube drin, kannst du dir mal angucken. Da gibt's nämlich auch so einen expliziten Fehler, wo ich nicht auf die Minimap achte und die ganze Zeit hinter mir ein T-150 war. Ja. Aber auf so eine Sache müsst ihr halt eben achten. Das sind so eine Kleinigkeiten, die eine Menge ausmachen. Und es muss auf jeden Fall ruhiger sein im Gefecht. Geht weiter? Ja. Und auch bei dir, Uwe, wenn du mit Nick redest, mach Push-to-Talk an oder so. Weil es schallt und wir hören euch doppelt. Ich pass schon immer mein Mikro aus. So. Und let's go. Auch wenn die jetzt, das wird jetzt eine schwere Nummer, da werden wir zu tun kriegen. War vorhin auch nicht schwere. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren alle in die Senke. Okay. Und lassen sie kommen. Darf ich mich überhalb der Senke in den Busch stellen, damit ich euch aufmachen kann? Auf jeden Fall. Ja. Das könnt ihr weitermachen, beide Scouts. Einer vielleicht im Süden, einer im Norden. Na gut, ich werde mich hier hinten hinstellen. Keine Ahnung. Bahnschwellen von hinten kommen. Nick, am besten suchst du dir einen Gebüsch, wo du dich rundstellen kannst. Wo du einfach stehst, nicht schießt, einfach nur stehen bleibst. Hier bleiben. So, die KV-2 richten sich hier zur Stadt aus. Genau.
wen da hinten. Also Uwe und Jürgen, ihr könnt ruhig Richtung Brücke zielen, also zu unserem Captain. Genau, der Japaner zielt auch dahin und alle anderen zielen Richtung Stadt. Wir müssen bloß gucken, wer sie kommen, dann eben mal richtig ein. Wichtig ist, dass mindestens einer oder zwei immer noch die andere Seite bewachen. Und dann bewache ich Escape. Genau. Wenn ihr geschossen habt, nachladen, einfach runterfahren in die Senke. Yep. Schon jemand aufgegangen hier? Nein. Ich hab keine Lampe, ich weiß es nicht. Also, normalerweise können wir nicht aufgegangen sein, wir sind ja alle in der Senke. Jetzt bin ich offen. Nicht docken lassen, Nico. Wollen wir mal gucken. Warte, Mumm hat nochmal rausgekommen. Ja, aber in der Pech hast, stehen drei hinter ihm und hauen dir was von Netz. Fällt ein Baum irgendwo, ist gerade ein Baum gefallen. Oh. Ping mal ein auf die Karte. 4, 5. Okay. Ja, genau da meinte ich nämlich. Deine Gegend. Genau, hat mich. Trotzdem kann ich immer noch rüber gucken. Bleibt also. Achtung, Kombel, auf Karte. Niklas, guck mal, das ist angenehmer für dich, wenn du in meine Richtung guckst und ich in deiner. Ich komme nämlich da komplett bis in die City und du kommst, wenn du da hochfährst, auf meine Seite komplett hoch. Okay. Siehst genau. Du das? Ja. Von hinten? Ja. Ja, die sollen mal rauskommen. Kein Problem. Typ 58 ist auch da hinten, ja. Der genau. Kommt mit, jetzt auf den 58er. Nein! Warum lachst du denn nicht? Ist es hier vergangen? Ich hab gedacht, du haust mir in die Fresse auf! Wichtig ist, ruhig bleiben. Genau zielen. Lieber eine Sekunde mehr. Gerade die KV2. Die warten, bis die dicken Brummer hier sind. Mario, kannst du hier noch einmal Licht machen? Ah, ist schon. Ist da schon wieder. Ich lade jetzt auf HE um. Für die dicken Brummer. Ah, die kommen von hinten, ja. Jo, von der Stadt. Hab ich Ziele aufgemacht, ne?
Wichtig ist, lasst euch nicht stressen, bleibt ruhig. Pass auf, wir haben auf unserer Seite, wir sind der T-150 bei mir an der Grenzlinie. Danke. Uwe, schau mal in die andere Richtung. Da haben wir drei außerdem ist da auch ein OI. Ja. Einer raus. Mal die ran an uns. Erstmal bloß so doof rum. Wir müssen jetzt vorfahren. Lass die doch einfach hier runterkommen. Wir warten. Richtig. Genau. Kommt alle ganz runter und fertig. Lass die doch einfach runterkommen. Wenn sie, so, wenn sie an der Kammlinie stehen, haben wir sie weg. Kommt doch einfach alle zusammen hier rüber. Jedes Mal, wenn wir hochgucken, kriegen wir eine Schelle von denen. Ja, das war's. Gut, dann kommt jetzt runter. Einfach unten bleiben. Alle zum Chinesen hier, Japaner hier. Alle zusammenziehen. Jürgen, zu mir. An hier. Uwe, du stellst dich neben Jürgen hin. Genau. Jetzt fahren wir in der Kolonne geradeaus hier durch. Oh Scheiße. Kommt runter da. Als OI. Der Cromwell trifft mich von hier vorne. Alter, was macht der für einen Schaden? Der AC, das geht ja gar nicht. Schöner Treffer. Der UI, die muss in die Garage stellen. Nur noch einer und der ist vor uns, der ist beim Cap, der UI. Genau, der steht nämlich hin bei der Fabrikhalle. Ah, die haben nur noch einen UI. Ja, ja. Und die haben mindestens zwei, die angeschlagen sind, zwei Krommes. Einen mit 72 und einen mit 75 Struktur. Ja, der eine ist beim UI. Der andere ist auf der anderen Seite. Ach, die können jetzt sonst wo sein. Oh. Dann komm runter, wenn du beschossen wirst. Ja, genau, gerade von hinten ist der. Der Krombe. Ja, weiter geht's doch nicht. Wir haben keine Sichtweite. Wir kriegen die nicht auf. Muss doch ein Stück weiter, mein Schatz. Fahr zurück, ja. Ui, kommt. Ja, lass sie alle kommen. Ich bin uns jetzt folgendermaßen. Panzerfahrer Crazy Bello, ihr sichert nach links ab. So, und alle anderen, und ich sichere auch mit nach links ab, und die anderen sichern alle nach rechts ab. Das ist der UI, der drin ist. So. Ja, links ich mach ab, mal. Du bist da ein Stück entgegenfahren, den scheiß Krombel da. Ja, fahrt mal hoch, kurz. Pankow, du zeigst ihm die Seite. Ich krieg Schalten ohne Ende. Ah ja, wieso fährst du hoch? Boah. Gut, der ist weg. Sehr fein. Ich sehe leider nichts. Uwe, kannst du mal kurz hochswitchen und wir gleich wieder runter? Nee, nie wackeln. Was? Danke. Jetzt bräuchte man eine AT.
abgeschossen. Dankeschön. Du abgeschossen? Ich habe einen abgeschossen, ja. Oh. Der nämlich da in der Fahrt war. Den hast du mir gerade aufgemacht. Ah, so tief. Uwe, noch mal ein Stück hoch? Warte, noch nicht, gleich. Krumpel dir getroffen. Hast du? Nee. Wird von hinten bepflastert, muss zurück. Wir kommen jetzt mal hier zurück. Schöner Treffer. Shit, ich hab noch gerade nachladen. Ah, eine Sekunde. Zum Nachladen musst du zurückfahren, Uwe. Gesundheit. Versucht, das sag ich immer noch hinter euch, ne? Leute, lasst euch nicht so rausnehmen jetzt. Pass auf, Panzerbrecher, der ist ja rechts von dir. Wir haben es gleich geschafft, es ist gleich unentschieden. Schöner Ding. Nicht so weit hoch, eine ist, steht noch am Kipp hinten. Mhm. Ich glaube, jetzt können sie es nicht mehr gewinnen. Nö. Sei denn, die killen uns alle. Könnte mir auch vorstellen, dass wir die Nummer trotzdem noch probieren. Wenn das passieren sollte. Macht bitte Fokusfeuer um auf ihn, ne? Ich versuche einen einzelnen rauszunehmen. Ah, sie werden aber nicht gleichzeitig reinkommen. Der VK301P ist schnell wie die Cromwell. Macht mal eine Standformation. Ist vorbei, egal was die jetzt machen, die schießen nicht so schnell, um euch runter zu schießen. Ja. Ist ein Unentschieden. Ja. Die können euch nicht mehr runterschießen. War ein gutes Unentschieden dafür, dass wir es eigentlich sonst verloren hätten. Habt ihr gut gemacht. Aber gemein war das hier, dass der eine OI mit ein Struktur stehen geblieben ist, ne? Das ist gemein, ja. Ich hab jetzt wirklich wild. Das ist richtig. In dem Kampf. Ich hab das Feuer auf mich gezogen und dazu. Dadurch sind, glaube ich, wieder drei draufgegangen. Ja, allgemein war es nicht schlecht. Wir haben bloß zu viel kassiert am Anfang. Na, am Anfang habe ich gar nichts kassiert. Dann, wo die UI zum Camp gefahren ist,
Ja, da bin ich halt, hab halt das Pech gehabt, ich war als erster oben, ne? Du hättest aber nicht hochfahren dürfen so weit. Ja, wie hätte ich sonst die UI treffen sollen? Ey, gar nicht. Nur aufmachen. Du machst nur auf. Manchmal ist es so in der Teamarbeit. Du machst nur auf und die, die besser rankommen, schießen. Naja. Ja gut. Das ist eben diese Sache mit Einzelspiel oder Zugspiel, wieder mit Kompaniespiel. Das ist wieder was ganz anderes, weil du viel mehr Leute hast und alle sind im DS. Na, ist klar. Na, ich habe mir gedacht, ich probier's und setze mich eine und ja, und habe halt dann von 5 verschiedenen Panzern das Feuer auf mich gezogen. Was soll's. Dadurch hattet ihr ja die Gelegenheit, 3 wegzunaschen. Ja, es war schon wichtig, dass wir die Heavys rausgenutzt haben, ne? Jo. Ach ja. Aber ihr merkt, dass so später der Abend, dass so härter werden die Gegner? Ja. Naja, klar. So, Aufstellung, Krombel, Krombel, okay. Wir machen jetzt folgendes, die KV-85, ihr stellt euch mit den Japaner hier hin. Mhm. Hier vorne stellt sich Nick hin ins Gebüsch. Und Mario, du arbeitest hier so in dem Bereich Freischnauze. Die Heavys, wie die anderen Heavys, die jetzt nicht jetzt erwähnt wurden, die hier fahren in die Stadt. Viel Spaß. Jo. Danke. Und die Heavys, die hier bleiben, ihr sucht euch, wie gesagt, ein bisschen Defense-Orte, Häuser, was ihr auch immer hier habt. Mhm. Aber nicht nur Büsche, ja. Also wirklich irgendwelche Hartsachen. Ja, ist klar. KV-85, fahrt mal hier vorne die 2 Häuser bitte noch kaputt. Zur Stadt hin. Zur Stadt hin? Ja, weil ihr seid schneller wie ich. Ich mache das hier kaputt. Falls die okay, dann nämlich hier ins Cap fahren, können die immer noch von der Stadt wirken. Ja, alles klar. Ich sehe schon den Japaner, den 6er muss ich mir unbedingt noch holen. Ja, den. Der ist so richtig fett, ey. Der bleibt in der Garage, auf jeden Fall. Auf jeden. der UI oder was? Mhm. Hab ich dir gestern gesagt, Jürgen, fang die Reihe an. Japanische? Ja. Mhm. Aua. Aha. Ja, dann habe ich 2 Reihen, die, wo ich anfangen muss. Einmal, damit ich zum, zu dem, wo ihr alle fahrt, zu dem leichten, ne? So, ihr drückt ruhig hier die Nuller durch, ich fahre hier die 9er mal rein. Ich bin auf gewesen. Okay. Also ist ja was. Bleibt weiter hinten, dass die nur sehen, dass der Lux da oben ist, dann zieht sich Mario runter und wir können schießen. Wenn ich auf bin, mache ich ganz schnell einen Flieger nach hinten. Ah ja, deswegen. Und die dürfen uns hier nicht sehen, auf keinen Fall. KV2 voraus. Also, okay. Mario, geh mal weiter zurück, sonst gehst du auf. Ganz versteckt. Wenn die dann hier rüberkommen, wir den Meter vordrücken. Schön Rush Heavies bei der Stadt. Stell dich da links vor mir, Jürgen. Oh. Mach ich. Und weiter rushen. Ich glaube, jetzt kommen sie. Schöne Ding. Die werden jetzt kommen. Und Angriff. Heavies go, Attacke. Hey, bleibt da, die kommen zu euch. Ja. Wir bleiben hier.
Mario, wo, also, Mario, du machst versuch mal, die Gegner zu begleiten, doch, dass die, dass sie offen sind für euch. Bleibt da hinten, bleibt hinten, ich mach euch nicht. Hier hinten mit meinem Gürtel, fahrt ein Stück zurück. Kommen da gleich. Kommen wir was raus hier in der Stadt? Da sind sie doch schon. Ey, sag, wo schieß ich denn hin? Immer nach unten oder nach oben? Gibt's da ja nicht. Ihr dürft keine kassieren. Ja, fast. Scheiße. Ey, guck dir das bitte an. Kanone, alles ganz. Ja, nach oben, rechts, links, daneben. Uwe, Ruhe. Oh, nicht mal angekratzt. Scheiße. Ich krieg keinen Fußrohr. Ne, dann bleibt hinten. Die bouncen an mir alle. Bleibt einfach. Genau. Versuchen mich die ganze Zeit zu beschießen, die bouncen. Schöne Ding. Wo die beiden 115 in der Stadt, bitte so, bin hier zu kämpfen. Gerade du. Rico, zurück, du bist fast tot. Dass ihr jetzt nur ein KV2 deckt, damit er nachladen kann. Und Tobi, du musst ein bisschen Leistung bringen jetzt. Ich drücke jetzt vor hier auf die 2. Ja, ich komm nach. Jo, macht das. Ihr drückt jetzt vor von der Base her. Komplett. Bleibt aber. Die beschießen euch, wenn ihr auch rauskommt, ne? Ja, sollen mich als Fokus, mich als Fokus. Ja. Mich als Fokus holen und dann könnt ihr an der Seite. Wenn die an mir vorbei wollen, snappt ihr die raus. Ich bin hinter dir, ne? Also. Sehr gut. Cool. Jetzt die Hecke draus fokussen. Die hat die Chancen, die ich brauche eine Weile. Irgendwie stehst du irgendwie im Weg. Ja, tatsächlich. Alle unten lang, auf der rechten Seite von ihm. Er sagt gerade, ich soll hinter ihm bleiben. Nee, ja. Also die Hellcat haut ab. Ja, hinterher. Hinterher macht Druck. Geiles Ding. Druck zu machen, ich geb dir einen Druck in den Arsch. Ja, du bist ja cool gestanden, ne? Das nennt man auch Druckausgleich. Machen wir jetzt auf die Cromwell-Jagd oder? Nee, ihr müsst jetzt sehr sehen, die Stadt ist tot. Wir haben jetzt hier halten. Okay. Zurück. Ich werde euch probieren, Licht zu machen. Besten stellst du dich unten im Flussbett hin. Zum Licht machen. Der Kombi war ja zum Schluss hier. Das kann also sein, wenn du hier bei der Brücke stehst. Ich stelle mich wieder dahin, wo ich eben stand. Da kommt, wenn die Kombi über den Berg kommt, sehe ich. Mhm. Und wenn ich hier bin, sehe ich auch alles. Genau. Okay, und wir stellen uns safe wieder hin. Richtig, schön häusermäßig anwinkeln. Häusermäßig ist nicht mehr viel. Okay. Dann kannst du dich zum Beispiel hinter das Wasser feststellen. Die vorne. Die treffen dich von da, die schießen auch unten drunter durch. Nee, bei dem. Ja, ich hab mir's gerade gedacht. Bei dem Wasser, was wo der Podest ist, da kannst du dich hinstellen, da ist eine Steinmauer. Ja. Da kommen sie nicht. Die ja maximaler 400, Alter, oder also momentan sieht's so aus: der KV2 hat 235, der KV85 Nummer 1 hat 468 und der zweite hat 583. Woher weißt du das alle? Weil ich ein Add-on hab dafür. Was hast du? Ich hab ein Add-on dafür, was mir das anzeigt, bei den Gegnern, die aufgegangen sind. Alter. Aber das ist nicht beim UNC-Mod, oder? Natürlich. Echt? Naja, klar. Ja, das musst du mir mal demnächst mal sagen, welche das ist. Das ist, das wurde das auch die. Nur die, wenn du die siehst, Mann. Die waren ja nicht bei uns in der okay. Sichtweite, deswegen. Und außerdem ist es das gleiche, was auch bei dir in Schaden zählt. Du musst bloß auf die Alt-Taste drücken und dann siehst du dann den Schaden, der doch übrig ist bei den anderen. Ah, alles klar, ja, hast recht. Mario, wie weit siehst denn du? Ich kann jetzt runtergucken bis Anfang K6, K5. Also wenn ihr da oben runter hochkommen, die aufploppen. Ja, wenn die da unten sind, ist schon zu spät. Ja, dann muss ich weiter vorfahren und dann sehe ich die Krumbel von oben nicht mehr.
Bleib, wo du bist, das ist, glaube ich, vernünftiger. Ich würde auch sagen, ihr stellt euch am besten noch hier hinten rein, oder nicht? So wie es vorhin ausgeschaut hat, sind Sie von da hinten Richtung Ihrer Base gefahren. Hier hinter mich noch rein. Ja, es kann auch sein, dass die denken, wir drücken jetzt über die andere Seite und sind jetzt alle zurückgefahren, ne? Ja, ich würde eben sagen, stellt euch doch hier hinten rein. Ja, ist auch keine schlechte Idee, ne? Weil wir müssen erstmal um den Hügel hochkommen und dann. Dass wir auf K1 gehen. Gesundheit. Ich würde sagen, wir greifen links rüber an. Unentschieden ist auch verloren, also ich will gewinnen. Entscheidet unser Schief, Opolein. Jo, dann macht das. Das jetzt. Aber wir müssen uns nach den Japanern sozusagen erstmal anpassen. Angriff oder was? Ja. Fahrt erstmal Richtung. Mario, nochmal links bitte Licht. E1, genau, Mario fährt vor. Du kannst ja mal versuchen, ob du sozusagen die 1er Linie ein bisschen hin und her pendeln kannst. Die 85er, ihr fahrt auf der linken Seite von unserem Japaner lang. Soll ich schnuppen oder was? Mario, siehst du was? Sehe ich hier gar nicht. Solange du nicht aufgehst, kannst du vorfahren. Ich habe keinen sechsten Sinn drauf. Ich würde dann nämlich nicht ganz nach links fahren. Ich fahre dann über die Brücke. Hier, Kreuz, ganz gerade runter. Okay. Hier, Mario, fahr mal bitte hier runter an die Brücke. Gucken, ob da was ist. Und die 85er, ihr folgt den Japaner. Mach mal. Ist da einer oder ist das ein Hund? Also meine ist es diesmal nicht. Da versucht einer zu niesen. Hört sich crazy an. Ja, jetzt muss ich bis an die Kante fahren. Ja, fahr mir nach, fahr mir nach, dann bist du einfach mein Licht. Die Krumbe fährt gleich kippen. Ja, wir sind noch nicht offen, also. Oder? Keiner ist offen. Also, wir sind hinter dir, also wenn du nicht offen bist, sind wir es auch nicht. Na, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich hab keine Lampe. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ah, gut, drei Heavys ohne Lampe. Ja, ne? Fahrt ins Cap. Ja, Mario, fahr hoch. Wenn da keiner ist, fahrt direkt ins Cap rein. Versteckt euch hinter den Häusern, fertig. Cappen mal das Ding durch. Ja, eben. Außer die sind jetzt bei uns gleich am Cap, dann, ja. Das sehen wir gleich. Wenn hier nichts ist, ab ins Cap, gewonnen. Mario, du könntest noch hinten dran Licht machen, da hinter dem Hügel, ob die vielleicht da stehen. Einmal drüber spitzen. Das Cap fahren wir nicht. Ja, ja, fahrt das Cap. Stellt euch safe, dass aus der Stadt euch keiner treffen kann. Okay, dann tun wir das mal. Schaust du Richtung Stadt? Ja. Na, ihr sollt euch verstecken, also die dürfen uns nicht treffen jetzt. Ja, ist schon so klar. Verstecken, ja. Auch nicht, wenn die jetzt sichtbar werden. Einfach nicht aus die Deckung fahren oder so. Ja, ja, ist schon komm klar. Mal hinter mich, genau, stell dich mal hinter mich. Genau. Ah, die sind bei uns oben. Ja, ja, ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu langsam gewesen, Jungs. Ja, das sollten wir haben. Wunderbar! Yep! Gute Idee, gute Initiative, gut umgesetzt. Hast du gut gemacht. Wir waren leise wie ein Ninja. Wow. Und das mit 30, mit 80 Tonnen, ne? So schwer ist der Teil, ja? Ja, mit Sicherheit. 80 Tonnen? Krasser Scheiß.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich muss mal nachgucken, wie viel Tonnen der wiegt. Na, das machen wir doch glatt mal. Ja, genau, schau mal. Wo steht das? Das steht, wenn du auf den Panzer raufguckst, dann haben wir das schon. 49 Tonnen hat er. Ja, dann siehst du. Was hat er eigentlich unter dem KV? Ja, mit 50 Tonnen kann man was anfangen, ne? Mhm. Das war ja auch schon im Zweiten Weltkrieg so, wenn KV-Panzer gegen irgendeinen deutschen P4 gefahren ist, dann hat er den umgekippt. Übrigens, das Umkippen geht jetzt bei gewissen Situationen, ne, im Spiel. Ja, das schon. Ja. Das stand in der Patchnotes drin, deshalb. Ja, wir haben das schon gesehen, den T28 schon auf die Seite gelegt. Und was macht er dann? Ja, er hat einfach nur seitlich da gestanden, der konnte nicht mal E75, hat T28 auf die Seite gestellt. Also, der hatte den hochgehoben komplett. Ja. Das nicht echt. Wir haben dazu geguckt. Rico, du hast volles Hintergrundgeräusch da. Jürgen, machst du ready? Ah, Entschuldigung. Brenn ich. So, Mädels, letzte Runde, ja. Ja, dann machen wir danach Feierabend. Letzte Runde allgemein, würde ich sagen. Eine gute Idee. Wir haben uns ja wacker geschlagen bis zwei. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Wir hätten euch fast gehabt. Ja, ne? Ey, wir standen da bei uns in der Base. Ich habe einen Crumble Bay vorgeschickt, dass der den Griechen aufspottet. Und ich seid ewig nicht gekommen. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Dann waren es noch 5 Minuten und ich habe gedacht, scheiß drauf. Komm, wir gehen die City runter und schicken Crumble Bay vor, dass die Koffer in Position gehen. Nein, und dann gehen sie ins Camp. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, ihr campt. Wir haben doch gecampt. Ey, ich glaube, wir haben uns in 10 Sekunden verpasst. Wirklich, ja. Wir standen bei uns an der Base, da standen wir wenigstens noch 4-5 Minuten. Die in der City, die habe ich zurück zum Cap geschickt. Da standen wir 3 Minuten, nichts passiert. Weißt du, wer schuld war? Ich habe sie geleitet und der Japaner hat gesagt, der japanische Fahrer, ich mache es jetzt. Ich fahre dahin. Ja. Dieser scheiß Oide hier, ey. Ich bin an dem Ding, glaube ich, 4 oder 5 Mal gebounced. Und euren Scheißkaufer 85, was er bei der Base gelassen hat, bin ich mit der Hellcat 3-4 Mal gebounced. Ich habe gedacht, ich kriege einen Anfall. Und dann, ich will abhandeln, Lux knallt mir von hinten sein Magazin rein, alles getroffen. Logischerweise ist natürlich normal. Und dann willst du sofort fahren. Verständlich, was erwartest du von dem? Ich drehe meinen Turm nach hinten, da kommt dieser Drecksjapaner. Das war wie so ein Replay, weißt du, sieht ganz langsam den Murmel auf meinen Arsch. Ladies, auf die nächste Runde. Auf die nächste, ich wünsche dir bald. Viel Glück, ciao. Tschüss. Ciao. So, jetzt habt ihr das erlebt, was ich mal gesagt habe hier. Es gibt auch Feedbacks. So, ist es sonst immer abgegangen, ja? Geil, wisst ihr, was das schön ist? Ich hab's auf Aufnahme. Ja, prima. Dann kann Alex sich das auch mal angucken, wie das abgeht. Also in der nächsten Fight Night bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Würde ich eigentlich die Hellcat mit meinen HE-Rumpeln eigentlich ganz rausnehmen? Nee, ne? Nö. Nee. Nur mit ein paar Mal nachladen. Es sei denn, du triffst ihn so kritisch, dass er noch ein bisschen Feuer fängt. Jeder Panzer soll HE und Gold dabei haben. Ja, ist richtig. So 5-6 HE-Mumpeln, auch gerade für Reset beim Cappen, sollte man immer dabei haben. Also ich mag's zum Beispiel immer so. Ich habe ungefähr 2/3 normale, also AP und 1/3 HE dabei. Na, solltest du so haben, wenn du nicht mal einen 40 Schuss hast, solltest du 7-8 Schuss Gold haben, 4-5 HE und Rest AP. Gold muss noch nicht mal, Gold reicht auch 3. Hauptsache, du hast auf jeden Fall Gold dabei. Falls es 1:1 und du hast schon 10 Kills auf dem Dings und du willst einen Sieg unbedingt haben, dann setzt du Gold rein. Richtig. Und wenn du nur eine Gold mitnimmst. Obwohl ich sagen muss, beim AMX ist nicht Gold ganz schön teuer, weil das Magazin hat 6, ja. Ja, das ist ja auch Ausnahmepanzer. Gold-Magazin schon mal ziemlich teuer. Ja, ist klar. Ja, vielleicht treffst du ja mit dem ersten Schuss und der hatte nur noch 100 und dann hast du ja nur eine Murmel verschossen, ne? Ja. Mit dem Magazin von mir schießt du immer 2. So, Jungs, aber jetzt
unser Abschiedsgefecht für heute, für die Fight Night. Es war mir eine Ehre heute mit euch allen zu fahren. Hat Spaß gemacht. Auch wenn am Anfang das total stressig war und ich dachte, um Gottes Willen, man sieht ja, ich überlege mir ernsthaft, ob wir vielleicht einen kleinen TS-Guide noch entwickeln, wo man das in Kurzanleitung den einzelnen Leuten posten kann. Aber ich glaube, das kommt dann eh mit der Routine nach und nach. Naja, nee, ich sag mal so, das nächste Mal kannst du das Ganze mir überlassen, weil ich habe das verinnerlicht. Okay, und dann werden wir das so machen, ich werde Alex die Videosachen geben und dann bin ich mal gespannt, was er dann rauszaubert. Nächste Woche soll er sein Mainboard kriegen, ich hoffe, dass dann seine Fehler alle erledigt sind und alles funktioniert. Er hat es auf jeden Fall heute bestellt. Auf jeden Fall wird es ein stinken, wenn er das Video sieht, dass er nicht dabei war. Ja, er hat doch jetzt schon gesagt, wo er gehört hat, wie, sag ich mal, die Fechte waren. Ich habe ja die Ergebnisse mal von beiden Gruppen durchgegeben und auch, dass wir mal gegeneinander gefightet haben. Mhm. Der hat ja noch eine Ansage gemacht. Wenn ihr sie wollt, kann ich sie euch nochmal vorspielen. Auch wenn ich vielleicht gleich Sänge kriege. Wartet. Jemand da? Ja, meine Frau schläft schon. Er sucht gerade auf Handy weg. Aus. Also prinzipiell weiß ich nicht, musst du mal über Dropbox gucken, musst du mal irgendwelche Server, irgendwelche Hoster abklappern. Ich würde das gleiche machen. Ich habe auch mein Space bei Dropbox und die File-Hoster, keine Ahnung, welche es dort gibt, so uploadet oder wo du dich anmelden kannst und da was hochladen kannst. Da müssen wir irgendwo eine Lösung finden. Erstmal, ihr seid übelst geil, also wirklich, so viele Siege hätte ich so nicht erwartet. Vielleicht, also unter uns gesagt, ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass ich nicht dabei bin, weil ich finde, die Leute sind oft ein bisschen überfordert, wenn ich dabei bin. Schien es gerne auf meine Art, aber im Eifer des Gefechts müssen sie einfach funktionieren. Fakt ist, ich bin also super, super zufrieden. Wir sind bei Weitem positiv gelandet und das ist super, super geil. Egal wie, wir kriegen das schon hin. Wir machen da richtig geile Videos. Also eine schöne Zusammenfassung für unseren Clan und dann auch noch, was weiß ich, ich kenne das Videomaterial noch nicht, was wir davon verwenden können für andere Sachen. Also das wird schon richtig, richtig geil. Also freue ich mich drauf. Ich danke dir, ich danke euch, grüße ihr alle. Ich wünsche euch noch coole Runden und wir machen weiter so und immer, immer weiter. Ich danke euch. Sehr schön. Ja, der Alex hat bloß einen Fehler. Er labert, also der Alex hat bloß einen riesen Fehler beim Fight. Er labert zu viel. Nee, er sollte einfach mal die Leute machen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Er hat die falsche Promillezahl. Promillezahl. Also er sollte mehr saufen, ja? Ja, das ist natürlich auch eine Lösung. So Leute, Konzentration. Oh, was ist jetzt? Keine geeigneten Gegner, was ist denn hier los? Mal reinschmeißen. Haben wir die letzten getötet? Okay. Videomaterial hat hier First Hannibal auf jeden Fall genügend. Nochmal, guck mal, oh ja. Na, dann hol ich mir noch mal alle auf bereit, schon mal, ich hol mir noch ein Bier. Keine geilen Gegner, sagte gerade. Mein Japaner hat genug gerissen. Ich starte schon mal. Ganz ehrlich, der Japaner, den muss ich mir echt in die Garage stellen. Auf jeden. Naito. Okay. Oh, kannst dir auch seinen kleinen Bruder dazu holen, den Premium, der ist auch mega geil. Den habe ich auch geholt. Aber Gold. Das Ding hat schon Premium? Ja, lange vor dem Japaner, bevor der Baum da war. Ey, das war so schön für die Japaner hier, Mann. Es war haben wir wieder. So, okay. Ansage. So, wir machen jetzt mal Verteidigung. So wie wir es vorhin gemacht haben. Da ist eigentlich der Japaner hierhin mit mir als KV2. Die 85er, ihr sichert nach hier ab. Die 150er, ihr stellt euch hier hin. Sichert nach hier und nach hier ab. So, der Lux. Ich mach die Mitte. Du machst die Mitte, fährst hier so an der Kanten lang und ja, musst nicht ernst, also so die Sichtweite. Und du, Nico, du hier hin.
Nico, sag ich schon, mein Quatsch. Entschuldigung. Jetzt komme ich schon selber durcheinander. Nick. Nick kommt hier hin. So. Ja, ich bin müde. Alles gut. Okay. Crazy, du fährst zu den 115 mit. Ich bin jetzt hier im ersten Haus. Dann kannst du ja mal gucken, ob da jemand was zu essen gekocht hat. Das heißt nicht, spitz mal drüber. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Ich bleibe hier ja in der Fahrrinne, ne? Ja, das an. Und zu machen. Obwohl, warte mal. Also ihr sollt ruhig ein bisschen hinten bleiben. Der E6er stellt sich gleich hier oben hin und ihr stellt euch hier so ein bisschen mit hin. Hier so. Dann, jetzt. Ja, ja, nee, ein bisschen defensiver. Damit ja, die anderen unerwirken können, weißt du? Notfalls lasst ihr sie kommen. Ihr lasst euch zurückfahren, wenn ihr zu viel Stress habt. Ja, es sei denn, wir haben auch Stress, aber wenn die nur bei euch drücken, dann lasst ihr euch zurückfahren. Ich komm zurück, passt schon. Nur HI laden am besten. Wir haben 4 UI. Mal schauen, wo die kommen. Hier und dann rechts. Hier, genau die Ecke. Erstmal zu mir. Hier kommst du erstmal durchs Wasser in den Norden. Okay. Kann sein, dass sie dasselbe machen. Du, klar, tut's ruhig. Ja, na, das werden wir gleich sehen. Oder auch nicht. Wir haben ja Zeit. Schon jetzt sind noch 12,5 Minuten über. Oh. Reifen OI. Also jedenfalls hat diese Fahrrinne ja, ne? Hier kann nicht irgendeiner einfach einen vor den Koffer hauen. Komm ich durch. Also auf jeden Fall muss ich schauen, dass ich auf, dass ich eine Schere drauf kriege auf meinen KV. Buddy disconnected from your channel. Ah. An der Kirche ist Baum gefallen. Ich krieg den nicht rein. Da fehlt ein kleines Stück vom Felsen. Deckt mir es zu hier. Schade. Weg. Komm auch nicht ran. Ja, wie ich es auch versuche. Leute, keine Bäume mehr fällen. Da kommt sie jetzt. Ah, ja, da kommt sie ja. VK, was haben wir da noch? Den auf. Das sind zwei VKs. Da kommt OI. Ich lade immer auf HE. Zieht euch zu, ja. Der eine OI durch die Mitte kommt jetzt vorgefahren und rechts ist auch noch ein OI. So, 85er ziehen sich zurück. 250er, ihr fahrt geradlinig zurück, beziehungsweise. Ja, geradlinig zurück. Und fahrt mal zu den 85ern. Rumble kommt rechts. Wie weit sind wir zurück? Na, nur bis hier vorne hin. So, dass die 150 auch gleich noch zu euch kommen. Zur Unterstützung. Soll ich hier zurückziehen, Jungs? Weil der UI kommt in meine Richtung. Ja, in 150er bleibt erstmal bei dir. Bist du vielleicht ein Stück zurück, aber du hättest nicht fahren dürfen. Achtung, von der Seite. Aber kommt einer an den UI ran? Bin gerade am Schauen, negativ.
Der UI bei euch da hinten lädt noch 14 Sekunden nach jetzt. 13, ja. 12. Er fällt jetzt den Berg da hoch. 7, cool. 6, 5. Der UI bei euch kommt jetzt gleich hoch, denke ich. Hat jetzt nachgeladen. Voila, komm, ich bin eingeheim. Schöne Ding. Nopi, bei uns ja, der UI. Okay. Okay, das ist der von hinten. Nee, warte nicht. Also meine Mummel haben verschossen. Cromwell ist da hinten noch beim Mummel. Deiner hat auch verschossen. Der die kommen hier ran. Der ist aber auch nicht auf die Cromwell. Zieh dich zurück mit den Japanern erstmal. Lass uns erstmal da hinten bekämpfen. Oh, wieso schießt die Mummel jetzt so? Oh Mann. Alter, komm jetzt rüber. Er hat keine Ahnung. Ich hasse es. Verarschen? Was? Oh ja, das war's. Ah. OI ist noch gar nicht. Nubi, guck mal auf den OI hier rechts von mir. Ja. Oh, Snoopy links, der VK. Boah, scheiße, wieder ein Bouncer. Das kratzt mir in diese Mistkrücke. Ich schätze mal, das wird nicht lange dauern, dann wird WOT die Dinger ein bisschen runterfahren, die OIs, das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Ich hätte doch nach vorne gucken sollen. Der Japaner, der war gerade irgendwie nicht so wichtig. Naja. Die Japaner, die werden sie runterfahren, aber auf jeden Fall werden sie die runterfahren. Schade, schlechtes Ende, aber naja. Naja. Aber wir waren ja, glaube ich, heute nicht schlecht, ne? Nö, denke ich auch nicht. Zähl nochmal kurz durch. Aber alles kann ich eh nicht mehr zählen. Ich sag danke, Jungs, ich guck mal, was hier noch so abgeht. Ich bin raus. Jo, ciao, schön was. Jo. Ciao. Danke, macht's gut. Nach dir. Ciao. Ciao. Ciao.